Also ich sprach davon, das Seil im Doppelstrang zu verwenden. Ah, ich hätte vielleicht noch, das machen wir noch als Zusatz. Wie schießt man das Seil ordentlich, ordnungsgemäß auf? Also in der Regel ist das so, dass das Seil, das hänge ich jetzt noch hinten dran, einfach an das Thema Seiltechnik. Ja, das Seil schieße ich in so einer schönen Seilpuppe hier auf, damit, wenn ich das nachher, weiterverwenden möchte, ja, habe ich hier eine schöne, große, lange Schlupp. Gucken, wie die Kameras das darstellen. Dann kann ich mir das Seil so schön auslegen. Und kann das jetzt hier sauber rausnehmen, ohne dass das Seil sich großartig da verheddert. Und wenn ich das nachher dann auch wieder so aufschießen möchte, gehe ich hin, nehme das einmal das Ende, hier vielleicht so armlang oder einen Meter lang vielleicht, 80 bis 1 Meter, dann schieße ich das, dann ziehe ich mir das Seil einmal auf und lege mir das so in die Hand rein. Und so schieße ich das jetzt immer einmal nach links und dann einmal nach rechts schieße ich mir das auf, dass es im Prinzip eine große Schlaufe gibt. Also nochmal, ich fange an, habe hier so ein 80 cm bis 1 Meter Stück, ziehe einmal die ganze Armlänge aus und lege mir das Seil auf die Hand, hole mir wieder so ein ganzes Stück und lege das jetzt auf die andere Seite. Und so schieße ich mir das ganze Seil einmal auf, damit ich mir das nachher wieder sauber auslegen kann, damit das dann nicht verheddert. Thema Seilpflege. Und was man dazu auch wissen muss, das Seil wird hergestellt, ist dabei warm bei der Herstellung, wird zusammengewebt und das wird dann auf eine Rolle gebracht. Und wenn ich das Seil mir über den Ellenbogen aufwickel, dann gebe ich dem Seil jedes Mal einen Drall vor und auf die Dauer schädige ich das Seil damit, weil ich es in eine Form bringe, die ja nicht, ich sag mal, naturgegeben ist, weil das Seil so nicht hergestellt wurde. Also immer einmal nach links, einmal nach rechts. Ihr seht, das klappt auch beim Reden. Irgendwann ist das dann fertig und das ist auch gleichzeitig ein gutes Schultertraining. Irgendwann kommt das Ende, um da jetzt eine Seilpuppe draus zu machen, nehme ich dieses Ende hier und wickel das hier einmal rum, zweimal rum und vielleicht sogar noch ein drittes Mal und dann ziehe ich das hier durch, werf das hier einmal oben drüber, ziehe das hier einmal stramm und dann habe ich so eine schöne Seilpuppe. Das noch so als Nachtrag zum Thema Seil. Seilverwendung, Seilpflege, Seil ordentlich aufschießen. Genau. Und jetzt geht es erst weiter mit den Knoten. Viel Spaß, dranbleiben.